Moin Moin Leute und willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute eine Runde Team Deathmatch auf Tatooine, so wie ich es gerne bezeichne. Und was ist hier mit euch los? Ja, es geht gleich los, genau. Ja, willkommen zurück. Ich habe jetzt endlich mal wieder Zeit, um ein bisschen mehr aufzunehmen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen in Folge 100, dass ich auch mit euch zusammenspiele. Da gibt es Community-Event und das wird wahrscheinlich stattfinden nächsten Sonntag. Genauere Infos gebe ich nochmal auf Twitter und Facebook bekannt und eventuell sonst auch nochmal in einem Video. Auf jeden Fall kriegt ihr das schon mit, denke ich. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr aufnehmen können. Mein neues Setup läuft jetzt hoffentlich gescheit. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, was die Qualität angeht, ob sich das irgendwie verändert hat eventuell. Oh, nochmal. Verreckt doch. Okay, die wollen nicht verrecken. Wir ducken uns hier mal leicht hinter. Ja, und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hat sich ein Battlefield ein bisschen was verändert. Denn wir spielen mit dem Herbst-Update. Das Herbst... Oh Gott, wir sterben jetzt. Ja, wir sterben. Im Herbst-Update hat sich einiges bei Battlefield verändert. Es gab sehr viele Balancing-Änderungen. Es gab animationstechnische Änderungen. Zum Beispiel sollte es jetzt ein bisschen anders aussehen, wenn ich jetzt zum Beispiel der Waffe hin und her laufe. Das seht ihr jetzt zum Beispiel. Das sieht alles jetzt so ein bisschen anders aus. Das mit der Waffe sieht zum Beispiel jetzt ähnlicher aus wie Battlefield 3. Da haben sie da, glaube ich, irgendwas rauskopiert. Ich bin mir da nicht so genau sicher, was sie da alles gemacht haben. Es ist riesig. Alter. Fuck! Es ist einfach riesig, riesig viel, was sie da eigentlich gemacht haben. Sie haben zum Beispiel den Laserpointer verbessert, dass das weniger Recoil ist, wenn man jetzt zum Beispiel nicht über Kimme und Korn zielt. Und es ist echt einfach mega viel. Also ich weiß lange nicht, was sie alles wirklich geändert haben. Aber ich finde es sehr cool, dass sie da so ein wirklich großes, großes Balancing und Probleme Fix Patch noch rausgebracht haben. Neben, anstatt dass sie nur DLCs rauspressen. Ich finde, man konnte den echt am Anfang vorwerfen, Battlefield ist zu früh auf den Markt gekommen. Aber ich finde, man kann auch nicht sagen, dass sie sich am Ende jetzt zum Ende nicht auch wirklich drum gekümmert hätten, das wieder in den Griff zu kriegen. Der Netcode ist mittlerweile super. Oh Gott. Mit dem Herbst-Update haben sie jetzt noch ganz, ganz viele andere Probleme gelöst und verbessert. Zum Beispiel seht ihr da jetzt zum Beispiel ein neues Feature. Man sieht jetzt, wann man die Leute nicht mehr wiederbeleben kann. Die Hitmarker wurden verändert, wie ihr sehen könnt. Und viele, viele andere Sachen. Wie gesagt, es ist mega, mega viel. Ich kann alles gar nicht aufzählen. An den Waffen haben sie viel geändert, von dem Balancing. Und ja, ich freue mich da sehr darüber, dass sie halt Battlefield 4 gar nicht so zurückgelassen haben. Ich finde es jetzt mittlerweile ist es definitiv underrated. Und Leute, die sich... Ja, aber ich denke mal, das wisst ihr. Aber Leute, die sich halt Battlefield 4 schon lange nicht mehr angeschaut haben, weil es am Anfang irgendwie zu verbuggt war oder sich gar nicht erst gekauft haben, weil sie Scheiße darüber gehört haben. Ich finde, mittlerweile ist definitiv der Zeitpunkt gekommen. Das sollte man sich das geben. Mittlerweile gibt es ja auch so viele Maps auch einfach. Dass man auch da so super viel zu spielen hat im Grunde genommen. Oh Gott. Oh Gott, das ist einer von mir. Oh! Muss ich wiederbeleben. wie hoch halten? Muss ich ja noch so ein bisschen gewöhnen an das neue Update. Ich habe zwar schon so ein bisschen damit gespielt, aber so mega viel noch nicht. Wir befinden uns hier übrigens gerade auf Team Deathmatch. Ist das hier Team Deathmatch? Ich glaube schon, ja. Auf Tatooine. Habe ich vorhin schon gesagt, oder? Ja. Ich mag die Map eigentlich. Das Problem ist, dass ich sie nicht besonders oft spiele und dass das der Server hier ein Only-Server ist. Ich denke, wir werden den Server einfach wechseln nach ein oder zwei Runden, in denen wir keinen Bock mehr haben und dann spielen wir nochmal ein bisschen was anderes. Aber ansonsten, let's go. Ich weiß nicht, ob die M4 so geil ist für die Map irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas bräuchte mit mehr Durchschlagskraft, weil ich schieße die Leute gerade permanent an, aber sie fallen einfach partout nicht um. Ja, jetzt auch schon wieder angeschossen. Gut, das war... Wo ist er? Wo ist da viel? Wo ist da viel? Aua, aua, aua. Okay, das war von der Seite. Ich wollte schon sagen, da war ich ja wohl auch wieder definitiv hinterm Kasten. Aber der hat mich von der Seite weggemäht. Verdammt, wollen wir mal irgendwas mit mehr Durchschlagskraft nehmen? Ich sag mal, Skaha? Probieren wir es einfach mal. Ich hatte da jetzt vorhin schweren Lauf drin, den sie auch verändert haben. Aber das braucht man eigentlich nicht. Da der schwere Lauf wirklich nur für Entfernung gedacht ist. Und hier spielt man nicht so oft wirklich riesige Entfernung. Außer ich schieße jetzt hier von dem einen Ende zum anderen Ende der Map. Aber da es hier so klein ist, lohnt sich das glaube ich nicht. Was habe ich hier eigentlich für einen Ping? 53 geht. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die jetzt vielleicht hoffentlich mit dem Ding tot kriegen. Ich mag die Skaha. Ist eine ziemlich starke Waffe, wenn ihr mich fragt. Man muss da zwar ordentlich zielen können, aber wenn man es kann, dann fallen sie auch relativ schnell um. Alter, hier hochgehen ist doch irgendwie, glaube ich, voll Selbstmord.
weil du das super krass siehst. Wo kommen die denn jetzt alle? Irgendwas sehe ich doch hier. Ich sehe eine Menge aufblitzen auf der Minimap, ey. Na, guck mal, geht schon besser. Ja, guck schon viel besser. Wir fallen wenigstens deutlich angenehmer um. Vor allem auf die Entfernung. Kriegt man halt nicht so viel Gegenfeuer. Oder gewinnt hoffentlich das Gegenfeuer. Mach Platz, mach Platz, mach Platz! Au, fuck, Mann. Okay, ich wurde gar nicht so hart angeschossen, aber... Und das ist der Nachteil an der Skaha? Alter! Mit dem Raketenwerfer, fucking really? Der Nachteil an der Skaha ist super schnell leer. 21 Schuss. Wenn die 30er Magazin hätte, wäre die so OP. Nein! Ja, doch, die Skaha. Ja, gut, er hat einen Treffer mehr gelandet. Ich habe ihn nur 34 runtergekriegt. Man bräuchte irgendwie so ein Trommelmagazin für die. Warum gibt es sowas eigentlich nicht? Ja. Oh, warte mal. Mit dieses Update, wenn man sieht, wie lange man die Leute noch wiederbeleben kann, ist auch echt Gold wert. Das hat aber auch schon irgendjemand auf Reddit mal vor irgendwie schon ewig her, ein halbes Jahr gepostet und das haben sie jetzt eingebaut. Das hat auch ein bisschen gedauert. Zurück. Nachladen. Okay, ich werde, glaube ich, gleich eingekreist, mehr oder weniger. Weil hier um die Ecke ist einer. War schon tot. Tot. Ich hoffe, dass die Qualität stimmt. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich jetzt wieder mit OBS aufnehme, die Settings reingehauen habe, die eigentlich, eigentlich so sein sollten, wie sie auch zuvor waren. Boah, du wolltest mich, glaube ich, messern. Oh Gott. Zu spät, ey. Das ist halt, ich hätte die voll wegmähen können, wenn ich irgendwie ein Magazin gehabt hätte, wo ein bisschen mehr Chance drin gewesen wären. Aber leider, nein. Computer sagt nein. Ich sollte gleich mal eine MG ausprobieren oder so, dann muss ich nur ein bisschen zurückhalten. Weiß nicht, ob das auf der Map so wirklich gedacht ist. Oder eine MP. Eine MP habe ich auch schon seit dem Patch nicht mehr gespielt. Ich glaube, da haben sie auch irgendwas verändert an den MPs. Ich glaube, das haben sie gebufft. Bisschen verstärkt. Aber ich könnte mich auch irren. Oh Gott, ich muss da raus. Mir ist halt auch gut, dass man jetzt die komplette Skalierung ändern kann von den Icons und so. Das habe ich alles ein bisschen kleiner gemacht, wenn die mehr größer und nein, es ist das Rauhaus. Ich hätte Pistole nehmen sollen. Voll in den Reihen, ey. Gib mir mal eine MP. Gib mir mal eine MP. Ist, glaube ich, gar nicht so dumm. MPX, die mag ich eigentlich ganz gerne. Haben wir ein Holo drauf, ein Laservisier, ganz klar. Kompensator kann man da noch drauf machen. Und einen ergonomischen Griff mit Tintenflecktarnung. Let's go. Mit der müsste ich jetzt sprayen können ohne Ende. Mit der müsste ich richtig heftig sprayen können. Mal gucken, ob es auch funktioniert. Oh ja. Funktioniert gut. Ah, fuck my life! Das passiert natürlich immer noch ab und zu mal, dass man sich auch wirklich gegenseitig tötet. Ich weiß auch nicht, ob sie das komplett rauskriegen, aber, na. Feuerschutzhilfe, immerhin. Okay, MP gefällt mir. Ich muss jetzt gerade... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, von zwei Seiten! Die mir mit ihrer gümmeligen Ace, ey. Hätten sie mal nerven können, die gammelige Ace. Ich glaube, haben sie eigentlich auch was an den DMRs verändert? Oh, ich muss mal gucken, ey. Ich will gerne mal die Patch Notes sehen. Die sind halt einfach so riesig groß und lang. Deswegen habe ich mich da bis jetzt noch nicht groß rangetraut. Ich habe ein bisschen grob drüber geschaut. Mir ein paar Sachen angehört. Nein, mein Mauskabel hängt gerade. Ach, shit. Na gut, ich bin trotzdem gestorben. Ich finde es schade, dass man die MPs nicht mehr auch mit anderen Klassen nehmen kann. Ich fand das deutlich angenehmer in Battlefield 3, als man die MPs mit allen Klassen nehmen konnte, anstatt die Karabiner.
Aber okay, die Karabiner sind natürlich ein bisschen bessere Allzweckwaffen. Oh Gott, da sniped sogar jemand von einem Ende nur mehr. Oh. Blendgranate! Ich glaube, die Blendgranaten sind immer noch sinnlos. Relativ. Wow, lol, der hat mich sogar getötet. Ich dachte, das wäre die Granate gewesen, ey. WTF, ich glaube, ich packe die scheiß Granate nochmal raus. Vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Nehmen wir einfach mal die Mini mit. Oh Gott, irgendwas kommt von hinten. Hab dich. Schön auf die Minimap achten. Am besten wäre noch, wenn man die sich verschieben könnte. Also, irgendwie so links fast neben dem Bildschirm oder so. Oh Gott. Ah, du darfst doch treffen, ey. So schön auf den eingesprayt. Und schon die Maus nach unten gezwirbelt. Hat ja auch funktioniert. Wenn die ersten Schüsse irgendwie drüber gehen oder so. Wo ist er denn jetzt? Also auf jeden Fall noch eine. Also. Irgendjemand kommt auch von hinten. Oh Gott, und von rechts. Ah, genau dich meinte ich. Jetzt weg hier. Hab dich. Jetzt kommt von hier einer. Oh, ich sollte mich vielleicht erst kurz mal verstecken. Ist das sinnvoll? Ja. Bitte, bitte, bitte. Ich bin ganz unschuldig und hab niemanden irgendetwas getan. Lass mich bitte hier einfach hocken. Okay, geht weiter. Hat funktioniert. Oh, die eine saß sogar. Ah! Reload-Zeit zum Beispiel für die Granaten, das fällt mir gerade ein, hat sich erhöht. Das heißt, man kriegt die Granaten langsamer durch Munitionskisten wieder aufgefüllt. Okay, schweren Lauf in der MP ist, glaube ich, nicht so geil. Oh Gott, ich habe Angst, da weiterzulaufen, weil ich weiß, aus der Richtung werden sie kommen. Da campt auch schon einer am Rand. Hat mich, glaube ich, auch gesehen. Ich hoffentlich nicht markiert. Fuck, 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 das habe ich verkackt. Hätte so schön low geschossen, aber dann dachte ich, er läuft weiter und hat nach rechts gezwirbelt. Aber der ist einfach weiter gerannt. Er ist stehen geblieben, meine ich. Bin ich umgeschossen mit der Farmers. Die Farmer schießt halt auch einfach so mega krass. Schnell. Du gehst halt auch schnell über den Jordan, wenn du damit ins Gesicht schießt oder so. Na, alles kommt jetzt, glaube ich, relativ aus der Front. Ein bisschen was aus links. Da ist ein bisschen was. Okay, da ist noch einer. Okay, jetzt kann ich auch nachladen. Ich habe nämlich Angst. Alter, diese scheiß Pöller! Von der scheiß Abgrenzung, von dem scheiß Maschendrahtzaun. Ah, angeschossen. Kann der da oben drüber gucken? Okay, reicht. Den Bastard mache ich kalt! Oh. Oh. Na komm, er traut sich nicht. Flut! Ja! Ah! Das ist eine ganz schlechte Position, die er da hat. Kann ich nicht viel gegen machen. Die Markierungen sehen dann so ein bisschen besser aus. Okay. Läuft aber ganz gut mit der MP, würde ich sagen, auf der Map. Die Map ist sehr MP-freundlich, weil sie jetzt sehr krasser Nahkampf ist. Okay, jetzt habe ich gleich welche im Rücken. Ist ganz scheiße. Wir müssen jetzt hier links die flankieren, wenn es geht. Ist gar keiner, Mann. Wo sind die denn alle hin? Muss hier doch sein. Okay, der hier wurde abgeschossen. Das heißt, hier kommt mehr. Ah, da kommt das halbe Team gerade. Ah, shit, ey. Ich wusste irgendwie, ich dachte, die müssten da spawnen. Wo bleiben die? Und dann kamen da irgendwie so 5-6 Leute gerade von hinten angelaufen, weil sie da, glaube ich, alle irgendwie in der Richtung an der Ecke gespawnt sind. Fuck, ey. Ich
Welcome to German Noob. So heißt das Server, okay? Ah, fuck! Man sollte nicht im Server lesen. Und gleichzeitig da langlaufen, ey. Das ist irgendwie Selbstmord ist. Come on! Lass mich spawnen. Die Zeit ist irgendwie. Also im Team Deathmatch oder im Domination ist die irgendwie für mich immer zu kurz. Zu lang. Oh, what? What? Also das habt ihr ja wohl gesehen. Der hat so viel gefressen. Der hat so viel gefressen. Das habt ihr nicht interessiert. 15 Leben, ey. Er hat richtig krass gefressen, der Penner. Meine Fresse, ey. MP ist vielleicht doch so ein kleiner Papierkugelwerfer. Ich hab einen feindlichen Soldaten gesehen. Warum hast du den denn gesehen? Hab ihn nämlich nicht gescheit gesehen. Aber ich will mir einen Medic hinwerfen, weil dabei bin ich ja. Aufpassen, ich hab einen feindlichen Soldaten gesichtet. Over. Gar kein Medic. Oh Gott, lauf, 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 lauf! No! Ich wusste, dass da was von der Seite kommt. Ich hoffe, ich darf da nicht so reinrennen, ey, weil die das da alles so voll dämlich umstellen und sich dann diesen Rand stellen, was eh voll bescheuert ist, wenn ihr mich fragt. Lame. Sollte, weiß nicht, dieser Rand sollte komplett abgesperrt sein, dass du da nicht rumlaufen kannst. Das soll instant krisseln oder so. Oh, oh, oh. Hab dich. Oh Gott, da ist wieder ganz viel und da ist wieder gleich ganz viel hier bestimmt am Rand. Oh. Lol. Rest in peace. In dem Mannkampf hat der fucking Ingenieur einfach zu wenig. Kannst halt keine Minen oder so legen. Das ist halt einfach ein bisschen schade bei dem. So. Oh. Wie lange geht die Runde eigentlich? Geht doch keine 42 Minuten, oder? Und vorhin ist die, glaube ich, auch schneller zu Ende gekommen. Ich bin nämlich reingejoint und dann hat die neue Runde gerade angefangen bei mir. Okay, müssen bis zu 400 wegschießen, oder was? Kann das sein? Das ist sehr heftig. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir es nicht schaffen würden mit der MP. Vielleicht wechseln wir auch nochmal die Waffe. Wir werden mal gucken, vielleicht suche ich gleich irgendwann einen Server, wo ich mal ein bisschen snipern kann. Hätte ich eigentlich auch Lust drauf. Oh Gott, nach dem Nahkampfgemetzel hier. Aber hier ist das Snipern, das ist halt natürlich echt bescheuert. Oh, ich habe so schön low geschossen, aber das ist nicht umgefallen. Irgendwas kommt auch hinter mir. Da hinten ist nur einer. Kann es sein, dass wir auch irgendwie die definitiv dominieren, weil die immer aus derselben Richtung kommen? Aber wir auch immer aus der ähnlichen Richtung spawnen, oder? Boah! Boah, den treffe ich nicht. Die Granate ging daneben, mein Freund. Ah, oh, den rechts habe ich nicht gesehen, ey. Fragen im Chat sind noch so völlig Panne. Oh Mann, ey, jede Online-Community ist irgendwie völlig gestört, kommt es mir so vor. Hier kommt da einer. Da wurde jetzt weggemäht von ihm. Na? Viel Hilfe? Go, go, go. Boah, was war denn das? Direkt neben mir, ich wollte schon sagen, ey. Das hat mich da mega angebrutzelt in vor ein paar Sekunden. Wir können auch mal AIK, oh komm. Machen wir auch mal hier eine auf Brutzel-Brutzel-Waffe. Dazu nehmen wir einfach die AIK. Und mähen mit der jetzt einfach so ein bisschen rum. Ist halt auch super, die schießt halt genauso schnell wie die Farmers. So, weil ich die Farmers weniger mag. Weil einfach noch weniger Schuss drin ist. Da finde ich die AIK ein bisschen angenehmer zu spielen. Oh Gott, da drüber. Na, das können wir auch, oder? Ja. So, Nummer 1. Durchladen. Heben.
Von der Seite sind jetzt so viele wieder. Oh Gott. Okay, angeschossen. Oh, nicht down. Oh Gott, die Granate geht vorbei an mir. Leute, ich habe mich da irgendwie durch so ein Holzding gebogen. Oh, oh. Yes. So, mit denen auch. Ich glaube, um mir herum hier. Rechts neben mir sind welche. Ich hoffe einfach, solange die mich nicht sehen, sehe ich sie nicht. Dieser Holzscheiß nervt die auch überhaupt nicht. Oh! Lass mich in Ruhe. Nein. Ah! Okay. Das war ein Versuch wert. Aber es ist so kacke, man sieht halt nichts und die gammeln da die ganze Zeit nur dahinter rum, siehst man noch. Fuck. Fuck. Ich weiß auch nicht, wie man die da gescheit ausräuchern soll. Vielleicht mit einer Granate oder so dahin. Da kommt, glaube ich, irgendjemand gleich. Das Visier, das ist der Rotpunkt und das Cobra-Ding ist auch deutlich kleiner. Oder habe ich das geändert durch meine Skalierung? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es kleiner. Keine Killhilfe, voll angemäht, ist okay. Den habe ich nicht getroffen. Wie gesagt. Feindlicher Soldat gesichtet. Hab gerade den feindlichen Soldaten gesichtet. Over. Oh, Alter. Oh. Okay, doch gar nicht so großes Auge. Doch, da. Die AK ist schon nice. Muss man schon mal so sagen. Wie schnell die schießt. Wie schnell die rausbratzt, wenn man das unter Kontrolle hat. Im Nahkampf. Gibt's wenig Waffen, die das irgendwie wirklich verbessern. Oh Gott! Oh, schon wieder von der Seite von da oben. Da kann ich schon wieder ausrasten, bisschen Penner. Das Zelt ist auch voll cool kaputt gegangen, muss ich sagen. Ja, designtechnisch mag ich Tatooine auf jeden Fall. Na, leider ist die Map in Conquest so irgendwie meiner Meinung nach echt nicht so geil spielbar, weil es einfach echt zu viele Wurstfahrzeuge sind. Einfach echt traurig ist. Darauf habe ich nur gewartet. Ich habe dich doch schon gesehen. Das sieht so cool aus hier, wenn ihr mich fragt. Au! Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm. Nicht die Grafik bewundern, ey. Da geht man nur drauf. Hm, gut angeschossen auf die Entfernung. Dann war er weg. Kommt was von hinten. Wo ist er? Da. Hab dich doch gehört. Ah! Oh, oh Gott, ey. Ich finde auch irgendwie das Visier, es sieht allgemein besser aus. So. Das Cobra-Visier so außen drumherum. Keine Ahnung, kommt mir vielleicht immer so vor. Oh. Oh Gott. Ich habe ihn nur auf der Minimap gesehen, hab rumgerissen und drauf gehalten. Ah, fuck! Kam von der Seite. Ich könnte auch mal eine DMR ausprobieren, aber auf der Map, glaube ich, ist DMR nicht so geil. Mit der AK kann ich auch ganz zufrieden. Zumindest ein bisschen. Ach komm, machen wir mal ein bisschen dreistes Sniper. Nahkampf-Sniper-mäßig hier. Ohne Nahkampfvisier. Einfach just for the lol. Nee, vielleicht auch gleich mal ein bisschen einspielen für die nächste Runde. Damit ich gleich so völlig Potato. Ich hab den auch getroffen, ey. Mann, und jetzt traut er sich nicht mehr. Das ist ja eine Pussy. Pussy-Sniper. Mann, irgendwie kam da gerade mein...
Nur ein Mauszeiger. Irgendwas backt da im Hintergrund, glaube ich, ein bisschen rum. Aufnahme läuft noch. Alles cool. Keine Ahnung. Oh. Hol ihn dir, bitte! Geht doch. Alter. Okay, jetzt... Ah, oh Mann, er schreckt mich nicht so. Das wäre voll daneben gegangen trotzdem. Das ist irgendwie so voll so... Ah! Oh. LOL! Den wurden wir weggefragt, ey. Der dich... Ah! Oh, wieder von außen, du Wurst! Schied dir echt recht. Ja, ja, retz mich, retz mich, retz mich! Juhu! Okay, voll den Müll dabei. Wo seid ihr denn jetzt alle? Was? Sniper 1 von 1. Do not use propeted weapons M200. Ich hab mit... Ach, egal. Wenn ich die Waffe nicht benutzen soll, ist auch okay. Der ist ja wohl Knife. Das ist wohl meine. Darauf habe ich nur gewartet. Das ist nicht so killgeil. Die kommen eigentlich immer wieder raus. Damit kann man sich eigentlich sehr gut drauf verlassen. Wenn du jemanden gesehen hast, halt einfach auf die Ecke an. Meistens kommt er da eigentlich sofort wieder raus. Zumindest wenn er jetzt nicht irgendwie mehrere andere Optionen offen hätte, wo er vielleicht lang gehen könnte. Ja, holt ihn euch, Mann. Kann aber nicht sein. Er ist hinter dir! Alter, der eine Typ ist so blind. Der wird jetzt auch geknifed. Ja, das geschieht dem echt recht. What the fuck? Ich gar nichts mitstehen. Ich werde beschossen. Echt cool. Hm. Ich spiele mal nur ein bisschen MG. Oh, die Runde ist auch bald vorbei. Nice, nice. Weil ich langsam fast gewöhnt hat an diese Map, ey. Ich habe letztens mit der Pincheng angefangen zu spielen. Pincheng ist gar nicht so scheiße, weil sie hat echt gut Schaden macht und auch echt nicht so viel verzieht. Ich habe da jetzt noch nicht so mega krass viel Erfahrung mit der. Oh, come on, come on. Bitte so, auch auf Entfernung. Trifft gut, trifft gut. Aua. Und sogar 73 Damage. Auf die Entfernung mit dem MG ist das nicht wenig. Ja, peng, 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 peng. Man muss halt wirklich kurze Feuerstöße. Nicht draufhalten mit dem Ding. Das ist echt... Dann verzieht das zu heftig. Ich habe einen feindlichen Soldaten. Jetzt habe ich komplett daneben geschossen. Oh, ich habe ja Rauchgranaten nochmal. Okay, nachladen. Ich meine, schade, dass es kein 200er Magazin ist, aber ich will mich gerade nicht so beschweren. 100 Schuss sollten ausreichen. Oh. Oh, komm. Nein! Wieder von der Seite. Das ist, glaube ich, der hat mich auch schon dreimal. Da steht es auch. Dreimal von der Seite weggefragt, der Penis. Weil er irgendwie mit Schalldämpfer da immer rumgammelt, ey. Wenn man sonst keinen Skill hat. Von der Front müssten jetzt noch ein paar kommen. Da. Ich finde, er reagiert agiler. So, auf Laufen, aufhören zu laufen. So, irgendwie war Battlefield 4 vorher so ein bisschen schwerfälliger. Vor dem Patch. Ich habe einen feindlichen Scharfschützen gefunden.
Hier kommt eine Rauchgranate. Hier kommt eine Rauchgranate. Danke, dass du deinen Laser anmachst, damit ich auch sehe, wo du bist. Über die Entfernung. Lol, waren das zwei? Nice. Zumindest also das die Killhilfe. Das war Nummer zwei. Okay, da sind aber jetzt viele, die snipern und wieder irgendjemand von der Seite! Ich hasse diese Seite, die ist so kacke lame. Das ist die Runde aber auch gleich vorbei. Alter, what the fuck? Zum Ende ist ja gar nichts von ihm reingegangen. Oh. Hab dich. Ich will auch noch ein paar. Es sind nur noch drei. Drei. Zwei. Komm schon, ich will einen. No. No, es ist nur noch einer. Nein. Oh Mann. Was? Fuck, man. Ja. War auf jeden Fall dann trotzdem ziemlich nette Runde. Ging fast eine halbe Stunde. Ordentliches Gemetzel. Ich versuche einen Server zu finden, auf dem ich ein bisschen snipen kann. Das werdet ihr dann morgen oder übermorgen sehen. Ja, hat auf jeden Fall Laune gemacht. Bis dann, Leute. Macht's gut. Und ja, tschüss, tschüss. Vergesst nicht, das Community-Zocken nächstes Wochenende am Sonntag. Teamspeak-IP poste ich dann auch auf Facebook. Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und auf Twitter auch. Und ich finde das schon. Wenn ihr wirklich mitspielen wollt. Gab ordentlich Punkte, muss ich sagen. Nicht schlecht. Bis dann.